Daniel Scherning am Radio Bielefeld Mikrofon. Wenn der eine Teil der Mannschaft sagt, wir brauchen im Moment einfachen Fußball und auch lange Bälle, und der andere Teil, man bemerkt, uns fliegen die Bälle immer nur über den Kopf hinweg. Zitat, wir wichsen die Bälle nach vorne, das ist alles scheiße. Zeigt das so ein bisschen, dass die Mannschaft im Moment ein bisschen zerrissen ist? Nein, auf gar keinen Fall. Es sind für mich auch Emotionen im Spiel, die auf dem Platz immer wieder da sind und passieren. Und ich glaube, wenn man alles wüsste, was auf dem Platz immer gesprochen wird, könnte man Bücher darüber schreiben. Letztendlich ist es so, dass wir auch in den letzten beiden Spielen natürlich versucht haben, über einfachen Fußball ins Spiel reinzufinden. Das ist uns gegen Pauli deutlich besser gelungen als gegen Fürth. Aber auch kein Problem, dass Spieler letztendlich Emotionen zeigen. Wie einfach wird denn der Fußball jetzt gegen den 1. FC Kaiserslautern? Ja, ich glaube schon, dass wir einen Mix finden müssen zwischen einfachem Fußball, klarem, konsequenten Verteidigen natürlich auch, aber auch die Möglichkeit haben, gegen etwas veränderten Herangehensweise des Gegners auch andere Räume zu bespielen als zuletzt. Und in der Lage müssen wir auch sein, uns auf Situationen im Spiel neu einzustellen, auf den Gegner reagieren zu können. Und glaube ich, da auch eine gewisse Variabilität im Spiel mit dem Ball einfach auch zeigen müssen. Du hast ja in den vergangenen Wochen auch nach enttäuschenden Leistungen, die es schon mal gab, auch häufiger mal rotiert, auch in größerem Ausmaß. Ist das jetzt nach dem Fürth-Spiel wieder vorgesehen? Ja, es geht ja jetzt nicht um Rotation, sondern es geht darum, die besten 11 Spieler zu finden, um dann die beste 11 auf den Platz zu kriegen. So, und das wird wichtig sein, da auch aus Fürth, glaube ich, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Wir haben eine normale Trainingswoche gehabt, wo die Jungs auch Zeit hatten, sich zu präsentieren, zu zeigen. Und dann, glaube ich, auch gut vorbereitet in das Spiel am Samstagabend gehen werden. Du hast eben erwähnt, dass es noch zwei kleine Fragezeichen gibt hinter den Einsätzen von Olli Hüsing und Robin Hack. Wie sieht es bei den beiden für den späten Samstagabend aus? Ja, es ist alles möglich. Ich gehe davon aus, dass beide auch Richtung Samstag zur Verfügung stehen werden, aber wir haben jetzt Donnerstag, wir haben 2 Tage Zeit. Da kann, das hat man in der letzten Woche gesehen, auch immer noch einiges passieren. Aber ich gehe davon aus, dass gerade Robin Hack morgen das volle Programm mitmachen wird und bei Olli Hüsing werden wir schauen. Über 21.500 Karten verkauft. Die Lauterer kommen mit vielen Fans in die Schüko Arena. Gegen St. Pauli war es schon voll. Jetzt hört man die ganzen Unmutsbekundungen und natürlich die Enttäuschung der Fans, die ihr ja auch mitkriegt über die Leistungen, den Tabellenplatz. Und trotzdem ist das Stadion im Moment zumindest noch gut besucht, die Schüko Arena. Zeigt das, dass diese innere Verbundenheit, auch wenn man nach außen gerade so traurig ist über die Arminia-Leistungen, dass die einfach nicht zu erschüttern ist in Bielefeld? Ja, es zeigt auf jeden Fall, dass die Fans den Verein und uns als Mannschaft dann natürlich auch brutal unterstützen wollen. Und dass wir so viele Zuschauer jetzt auch wieder haben in der aktuellen Situation, ist natürlich nicht normal. Wir haben es in ähnliche Situation auch im letzten Heimspiel gegen St. Pauli gehabt, wo wir es dann auch geschafft haben, unten ja dann auch nochmal viel, was auf den Rängen passiert ist, glaube ich, auszulösen. Und das ist unsere Aufgabe, unser Ziel für Samstagabend, dass wir es wieder schaffen, mit den Fans in den Rücken ein gutes Heimspiel zu absolvieren und dann auch den nächsten Heimsieg zu feiern. Der Sportgeschäftsführer Samir Rabi, der macht die öffentlich im Moment ein bisschen rar. Inwiefern spürst du trotzdem, dass du hier weiterhin als Trainer an vorderster Front gewollt bist und dass du die Rückendeckung hast auch für die nächsten Wochen und hoffentlich Monate? Ja, ich brauche keine öffentlichen Bekenntnisse. Intern haben wir eine klare Kommunikation und da spüre ich auch Vertrauen und Rückendeckung. Und alles andere ist dann von außen herangetragen. Ich konzentriere mich auf meinen Bereich, auf meinen Job, das ist die Mannschaft auf Samstagabend vorzubereiten. Und alles andere kann ich eh nicht beeinflussen. Wie schwierig wird die Winterpause, die so lang ist wie noch nie, glaube ich, in der Fußballgeschichte, in der Bundesliga zumindest? Und was wird Arminia Bielefeld alles tun müssen, jetzt müssen wir 3 Spiele noch abwarten, aber rosig wird es dann nachher nicht aussehen, um da unten wieder rauszukommen? Ja, das ist, denke ich, ein wichtiges Thema, aber auch ein Thema für die Zeit nach dem letzten Spiel, nach dem Magdeburg-Spiel. Dass wir natürlich Dinge verändern müssen, liegt auf der Hand und ist klar. Aber jetzt haben wir 3 Aufgaben vor der Brust. Ja, 3 Heimspiele in Anführungsstrichen. Und auf die freuen wir uns und hoffen natürlich, dass wir viel punkten in diesen 3 Spielen.
Das Auswärtsspiel beim SC Paderborn zwischendurch am Dienstagabend. Einblick noch auf den Gegner natürlich. Dafür machen sie es auch zu gut, dass wir sie nicht erwähnen. Der 1. FC Kaiserslautern, Aufsteiger, Dirk Schuster Fußball, erfolgreicher Fußball. Du hast sie auch letzte Saison schon miterlebt in der dritten Liga. Parallel, wie eklig, das Wort wird oft zitiert, ist diese Aufgabe gegen robuste Lauterer. Ja, ist eine, du hast gerade gesagt, eine eklige Aufgabe, eine eklige Mannschaft. Das meine ich jetzt aber im positiven Sinn bei Ihnen. Letztes Jahr verdient aufgestiegen. Viele Spieler der Stamm- oder der Aufstiegsmannschaft als Stamm gehalten. Dazu ja einige gute Transfers getätigt mit Spielern, die Erfahrung im deutschen Profifußball haben. Lute, Clement, Durm. Und ja, schon eine pragmatisch spielende Mannschaft, die mit einfachen Mitteln versucht, in der zweiten Liga erfolgreich zu sein. Ja. Und darauf sind wir eingestellt, dass es viel auf die Grundtugenden ankommen wird, viel auch auf den zweiten Ball der Fokus liegen wird, Standardsituationen wegzuverteidigen, eigene Standardsituationen aber auch in den ein oder anderen Räumen nutzen zu können. Ich glaube, dass da ja viele diese Dinge entscheidend sein werden für Samstagabend. Aber ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, auf die Unterstützung der Zuschauer und bin auch davon überzeugt, dass wir am Samstag, ähnlich wie gegen St. Pauli, ein deutlich besseres und dann auch erfolgreiches Spiel absolvieren werden. Dann hoffe ich, dass Arminia die richtigen Entscheidungen trifft. Dankeschön. Gerne.